Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock-Kanal zur weiteren Folge EAF 1 2024. Und ja, wir hatten im letzten Rennen schon durchaus Probleme, richtig mitzuhalten mit den Top-Top-Teams. Am Ende haben wir nur den 10. Platz rausgeholt. Mehr war einfach nicht drin in Australien. Ich meine, letztes Jahr waren wir dort noch 7. Das Jahr zuvor Williams sogar 6. Komplett crazy. Also Australien war eigentlich immer echt ein gutes Pflaster für uns, aber dieses Mal war es nur P10. Aber wir haben aufgerüstet, wir haben ein fettes Update, sind in der Nähe vom Red Bull oder sind mehr oder weniger gleich auf mit dem Red Bull. Aston Martin und McLaren sind auf einer Höhe hier, McLaren sogar minimal vor den Aston Martin. Bedeutet also, vielleicht kann man hier in Suzuka doch ein bisschen mehr nochmal rausholen. Wir müssen auch mal bei den Antrieb hier gucken, vielleicht können wir nochmal updaten. Ja, können wir tatsächlich. Das wäre dann bis Imola da, dann wären wir hier top, top, top. Das machen wir mal, dann wären wir hier mit Abstand das beste Team. Ich meine, in anderen Bereichen sieht es da ein bisschen anders aus. Aerodynamik beispielsweise. Da ist der Red Bull mit Abstand das beste Team. Beim Chassis ist Aston Martin das beste Team. Antrieb sind es ja und Strapazierfähigkeit sind wir tatsächlich auch ganz weit oben. Interessant. Da sind die anderen Teams gar nicht mal so gut. Okay. Na gut, gehen wir auf jeden Fall rein jetzt hier in Suzuka. Also ich denke, jetzt sollte wieder mehr drin sein. Von P1 bis P8. Irgendwie so. Schauen wir mal. Auf geht's jetzt gleich in unsere erste Runde. Wir sind auf P20 zurückgefallen. Und wir schauen mal, wo uns die erste Runde hier bringen wird. Auf die Platzierung. Jetzt sind die schönen Esses in Suzuka. Leicht quer gestanden, nicht 100% optimal. Aber erste Sektor Bestzeit. Gucken wir gleich, wie der zweite Sektor wird. Und Suzuka ist die Qualifikation ja nicht so unwichtig, weil es hier nicht so einfach ist zu überholen. Das ist nicht so easy. Das sollten wir locker schlagen. Ja, easy. Jetzt nochmal hier. Zack. Und am Ende fahren wir eine 1. 29,6 auf P10. Interessanterweise war Ricciardo tatsächlich ein Ticken schneller als ich hier. Also ein Zehntel knapp. Interessant. Allgemein muss man sagen, also bis von Ricciardo bis Joe, alles innerhalb von ein Zehntel. Also das wird wirklich auf eine richtig saubere Runde hinauslaufen müssen, wenn wir es ins Q3 schaffen wollen. Übrigens hatte ich euch ja nach Feedback gefragt, ob ich das immer zeigen soll. Dafür nochmal danke für euer Feedback. Ich werde es doch zeigen, weil ich finde dann doch die Abstände und Co. denke ich immer ganz interessant, wie eng alles war. Und ja, gehen wir auf jeden Fall rein jetzt. Ganz vorne war es übrigens auch ein 30.000stel. Schauen wir mal, ob wir es ins Q3 schaffen. Auf geht's, jetzt müssen wir liefern. Und mal schauen, wie wir hier liefern. Schön eng hier genommen. Querstern nicht optimal. Ich komme zu weit nach außen. Ah, das zweite Qualifying in Folge, was wir damit nicht schaffen, ins Q3 zu kommen. Das ist suboptimal. Ricciardo schafft es ins Q3. Ich patze leider. Ricciardo schafft es. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen guten Start haben in Suzuka, weil wie gesagt, überholen ist da nicht ganz so einfach. Für Ricciardo ist es gut gelaufen, ist jetzt mal in Q3 gekommen. Ich hoffe, er kann auch dort vielleicht Stroll oder Hamilton, wobei Tsunoda sollte auf jeden Fall besiegen. Es ist ja eng. Also wenn er richtig gut ist, landet er vielleicht auf P6? Mal schauen. Wir sind hier beim Grand Prix in Suzuka in Japan und schauen einmal auf die Startaufstellung. Verstappen hat es am Ende dann doch geschafft.
knapp vor Alonso zu landen. Das wird ein sehr, sehr spannendes Duell ganz vorne. Aber der Red Bull hier natürlich auf Suzuka super stark. Auf 3 haben wir nämlich Norris vor Perez, dann Stroll und Hamilton. Tsunoda auf 7 richtig gut, dann Leclerc, Ricciardo immerhin auf der 9, dann Russell, Sainz, Ocon, Piastri hat eine Strafe, deswegen Ricciardo auf 9, Joe, dann ich auf 15, Albon auf 16, Behrmann, Fittipaldi und ganz hinten dann die beiden Haas mit Hülkenberg und Vesti, der abgeschlagen letzter ist, also das war überhaupt nichts. Und ja, wie fahren wir ist die Frage. Medium Soft oder was? 54% Abnutzung, aber dann fahre ich lieber mit den Mediums los, sage ich euch ehrlich, als mit den Soften loszufahren. Schauen wir mal. Gehen wir rein da und gucken, was möglich ist. Let's go, Leute. Es ist komplett durchgemischt. 8 Fahrer fahren mit Medium, die anderen 12 mit den Soften. Der Start bei Piastri überhaupt nicht gut. Bisschen wie in der Realität. Bei Zandvoort. Oh, eng hier, auch Piastri hat sich da nochmal durchgekämpft. Das gleiche mache ich jetzt aber hier nochmal. Oscar Piastri, ja. Da habe ich mich hart durchgesetzt, aber ich habe die Position. Ich lasse Piastri da auch nicht durch. Und Behrmann hat Piastri jetzt auch überholt, sehr nice. Ich meine, wir sind erstmal mit den Mediums unterwegs. Piastri hat sogar auch noch gegen Albon verloren. Bitter für ihn gelaufen. Der Williams hier sehr aggressiv. Olli Behrmann witterte also auch seine Chance. Konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Und einfach mal hier nebensetzen. Warum nicht? Jetzt im Beschleunigungsturm mit Russell. Ja, wir hatten halt noch viel ERS. Das ist jetzt unser Vorteil. Und wir kommen da durch. Ich kann die Linie nicht ganz perfekt halten. Deswegen ist er jetzt hier innen. Aber wir sind vorbei. Sehr schön. 2 Positionen gewonnen in der ersten Runde. So kann das doch gerne laufen. Jetzt aber hier Russell. Das klappt nicht ganz. Ich fahre hier ein bisschen sehr weit in. Joe attackiert da auch einfach mal Leclerc. Ui, wo ist denn Ricciardo? Der ist aber ja gut nach vorne gekommen. Das gefällt mir. Abstand zum Teamkollegen 2,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 7. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,35,2. Okay, das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Wir können das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Ja. Das Gute ist, Joe jagt da Leclerc, der nicht sonderlich schnell ist. Ja, ein bisschen wild. Ich muss ein bisschen Sauberkeit reinkriegen in mein Fahrstil hier. Weil sowas geht in Suzuka schief, wenn du unkonzentriert bist. Ist auch einer der schwierigsten Strecken. Vielleicht noch nicht die einfachste Strecke auch zu fahren, wenn man in der Nacht 4-mal wach geworden ist, wie ich. Und ziemlich müde ist. Aber egal, das ist keine Ausrede. Das ist keine Ausrede. Wir werden es versuchen, bestmöglich hinzukriegen. Auf der Jagd jetzt hier nach Joe. Guanyu Zhou, die kriegen wir. Kleben ihm da am Heck. Aber der sauber schnell. Okay, verlangsamt der ein bisschen. Wir bremsen spät. Oh, hier kommen wir besser raus. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut, gut gemacht. Schön überholt. Oh, das sind gute erste 2 Runden gerade gewesen. Das waren nahezu perfekte 2 Runden für uns. Schon mal P12. Wir sind sehr nah dran an Charles Leclerc. Wenn wir diesen Abschnitt jetzt hier gut fahren, ja, dann könnte schon sehr gefährlich für ihn werden. Ja, die bessere Rausbeschleunigung und jetzt könnten wir ihn kriegen, weil wir auch viel ERS gespart hatten. Er versucht sich breit zu machen, aber wir setzen uns hier neben. Und dann fahren wir hier vorbei. Also das läuft momentan sehr gut mit dem Alpine. Das läuft sehr, sehr gut. Und Ricciardo hält die hier alle auf. Das ist sehr schön. Taktisch fürs Team gar nicht mal so übel. Soll er ruhig so weitermachen. Vor allem fährt Ricciardo selber Mediums. Also die anderen alle noch momentan hier auf Soft.
Und wir sind jetzt dran an unserem Ex-Teamkollegen Esteban Ocon. Ricciardo kann sich da nicht mehr verteidigen, hat jetzt eine Position verloren. Ist eben noch so super gelobt, jetzt verliert er eine Position. Aber hey, 5 Runden hat er sich da verteidigt gegen den McLaren. Gegen einen der beiden besten Fahrzeuge momentan. Also auch da, Ricciardo macht grundlegend einen soliden bis starken Job hier in Suzuka. Eher stark als solide. Muss man einfach auch mal zugeben. Bei all der Kritik, die ich bisher an ihn hatte. So, Ocon. Du stehst mir gerade im Weg, was Punkte angeht. Dann machen wir kurz einen Prozess mit ihm. Da hat er nicht wirklich aufgepasst. Esteban Ocon passt nicht auf, wir holen uns ihn. Carlos Sainz wäre der nächste Ferrari, um den es sich zu kümmern geht. Ich glaube, wir kommen hier gut raus, ja. Kriegen wir jetzt Sainz? Schwierig. Hier nicht. Vielleicht gerade auf Start und Ziel. Gestanden. Da wird er schwer. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Er kommt zwar echt gut ran, aber vorbei. Ja, sorry, Sainz. Bisschen angestupst, aber hey. Manchmal muss man dem einen oder anderen noch mal ein kleines Stupserchen geben. Das ist ja alles halb so wild. Wir sind vorbei. Jetzt Ricciardo, du warst zwar besser im Qualifying, aber im Rennen krall ich mir dir. Bei allem Respekt, Teamkollege, aber ich bin der Schnellere von uns beiden. Etwa 13 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ich wollte eigentlich einen Wetterbericht haben. Tsunoda ist übrigens 5, da fällt mir gerade ein. Oder auf. Oder 6. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Also Tsunoda auch wahnsinnig stark bei seinem Heim Grand Prix. 34,9. Oh! Ricciardo war gerade irgendwo im Aus. Was hat Ricciardo gemacht? Was ist denn mit Ricciardo bitte los? Was hat er da gemacht? Er wurde disqualifiziert. Was? Danny Ricciardo wurde einfach disqualifiziert. What the hell? Was hat der denn bitte angestellt? Ey, der ist auf dem Weg auf zu punkten und dann lässt er sich einfach disqualifizieren. Ist das sein Ernst? Was macht denn der da bitte? Wir sind jetzt in der Box. Konzentrieren wir uns auf den Boxenstopp. Und müssen gucken, wo wir jetzt rauskommen. Wir brauchen einen perfekten Stop. Wir sind mit Abstand diejenigen, die am spätesten reingekommen sind. Losfahren, losfahren! Großartiger Boxenstopp, die Zeit war besser. Vielleicht kommen wir vor dem Ferrari raus, das wäre wichtig, weil das ist so eine richtige Kampftruppe. Ja, aber ich glaube, das wird schwierig. Oder? Sainz wird mich leider überholen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Aber Ocon nicht mehr. Ocon nicht mehr. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, wir können sie jetzt schön auf der Jagd nach Carlos Sainz machen. Wir haben natürlich hier mit Abstand die besten Reifen von allen. Und die kann man diese letzten 5 Runden auch nochmal schön beanspruchen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, guck mal, wie viel und wie näher wir herankommen. Mit frischen Reifen in Suzuka ist es auch wie so ein kleiner Cheatcode fast schon. Ich weiß nicht, ob man noch an Russell rankommen kann. Eher schwierig. Aber Sainz sollte jetzt wirklich nur Formsache sein. Wir müssen vielleicht ein kleines Tick abwarten. Aber das ist okay. Ja, Carlos. Wir jagen dich. Auf der Geraden muss er natürlich nicht so federn lassen. Kann natürlich hier viel besser. Ich warte auch bis zur DS-Zone. Wir bleiben schön dran und gleich mit DRS werden wir die beste Rausbeschleunigung haben. Und dann heißt es auch Good Night und dann holen wir uns hoffentlich auch die schnellste Runde. Das könnte dann nochmal einen extra Punkt geben. Viel besser rausgekommen als er. Jetzt
fährt er uns auch noch schön davon. Sehr schön. Und damit haben wir ihn. Let's go. Jetzt holen wir uns auch noch die schnellste Runde. Wir sind Stand jetzt ganz knapp nicht im DRS-Fenster von Tsunoda. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Der jagt nämlich gerade auch George Russell. Vielleicht schaffen wir es da nochmal rein, ey. Das wäre nicht so unwichtig. Wäre ich auch DRS zu haben. Na, kleiner Querstell. Wir haben gleich noch zwei Runden. In diesen zwei Runden müssen wir das irgendwie hinkriegen. Also Sainz haben wir schön auf Abstand gehalten. Aber die beiden zu kriegen wäre schon cool. Und es ist echt bitter mit Ricciardo, wie der sein Rennen versaut hat. Weil der hätte bestimmt P7 holen können. Und die beiden kämpfen schön. Das ist sehr gut. Jetzt einfach schön hier bei außen. Wir haben noch die besseren Reifen. Wir kriegen die. Ja, wir kriegen es hier. Tsunoda haben wir. Und jetzt dich noch, Russell. Problem ist, ich habe schon wieder Probleme mit dem Benzin. Also ich muss echt immer eine Runde mehr nehmen. Ich verstehe es auch nicht. Wenn ich eine Runde mehr nehme an Benzin, dann habe ich am Ende des Rennens immer plus eine Runde oder sonst was. Also weit über plus eine Runde, manchmal plus zwei. Nehme ich ein bisschen weniger Benzin mit, ist es plötzlich dann doch zu knapp oder was. Richtig checken tue ich das auch nicht. Aber gut. Wir müssen auf jeden Fall gleich an Russell vorbei, weil am Ende der nächsten Runde wird es ein bisschen kritisch, was das Benzin angeht. Aber ich werde es erst mit DRS machen. Minus 13 ist schon hart, ey. Problem ist, ich kann jetzt nicht mehr vom Gas gehen. Ich muss ihn halt gleich überholen. Wenn ich ihn überholt habe, kann man damit ja ein bisschen rumspielen. Das ist deine letzte Runde. Reifen sind immer noch super. Aus dem Weg, Russell. Wir holen uns das jetzt. Und jetzt muss ich halt so ein bisschen spielen, was das Gas angeht. Gasgeben angeht. Nur noch ganz vorsichtig halt. Mich so ein bisschen ertragen lassen. Hier kommen sie halt nicht durch. Ja, hier spare ich schon einiges, wenn ich so fahre. Bin dadurch natürlich nicht wirklich schnell. Aber ich spare mir halt Benzin. Das ist gerade wichtiger, damit ich am Ende dann nicht irgendwie komplett untergehe. Hier verbrauche ich jetzt natürlich wieder ein bisschen was. Frühzeitig vom Gas hier. Ach, ich bin wirklich langsam unterwegs. Aber ich spare ordentlich Benzin, das ist wichtig. Solange ich vor dem bleibe, ist auch alles okay. Aber wirklich früh vom Gas gehen. So, der im Benzin sparende Modus hier. Ich habe Gott sei Dank bessere Reifen als die hinter mir. Sonst hätten wir ein riesen Problem gehabt. Hier. Jetzt müssen wir nochmal Vollgas geben. Jetzt bringt es ja nichts mehr. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ja, ich weiß. Aber hier kann er mich wenigstens gleich nicht überholen. Uns beträgt 4,7 Sekunden. Und jetzt schon wenig Treibstoff. Push. Ich habe es extra nochmal so gemacht, dass es klappen sollte. Ah, Benzin geht aus, aber wir schaffen es noch. Ja, das war doch was tricky am Ende. Wir sehen uns im Park. Es war tricky, mit Platz 7 bin ich echt zufrieden. Mehr ging einfach heute nicht, mehr ging nicht. Von P15 auf 7, ich bin zufrieden. So Leute, wir schauen jetzt mal auf die Situation mit Danny Ricciardo, weil mich interessiert selber, was passiert ist. Wir sind jetzt in Runde 8 und gucken mal. Fährt hier erstmal ganz normal noch? Hinter Perez auf P7. Also das war wirklich eine geile Position. Und dann hier. Kommt auf den Curb. Und dreht sich hier dann. Dreht sich hier dann und blieb dann dort anscheinend stehen. Okay. Und dann. Ging sein Dings aus. Er will auf die Strecke. Und dann ging es aber nicht mehr weiter, oder was? Er wurde anscheinend, ja, weg. Aber es war irgendwie komisch. Geh nochmal zurück hier. So. Hier ganz normal und dann... Ah, er kommt hier vorne auf den Curb, guck mal. Vorne zu weit in auf den Curb.
Und dann war's das auch. Und dann war's das für Ricciardo, okay. Am Ende haben wir übrigens Alonso vor Norris vor Verstappen. Perez, Stroll, Hamilton. Wir holen 7 Punkte hier. Dann Russell, Tsunoda stark und Carlos Sainz. Ja. Norris aktuell auf der 1. Vor Alonso, vor Verstappen. Am Ende sind dann doch wieder die Red Bull weit oben. Trotz der Probleme. Stroll auf der 4 ist richtig stark. Wir sind aktuell 5. Weil wir eben auch hier relativ konstant punkten. Und Ricciardo hat jetzt die Chance, ne? 7. zu werden. 7. kann er werden. Für Platz 7, den ich am Ende geholt habe, den hätte er holen können, / müssen, hätte er 6 Punkte erhalten. 6 Punkte hätte er holen können. Aber er verkackt es. Er verkackt es. Stattdessen hat Leclerc in einem wirklich schwachen Ferrari in diesem Jahr mehr Punkte als er. Sainz hat mehr Punkte als er und beide Visa Cash Apps haben mehr Punkte als er. Also Danny Ricciardo zu holen war die schlechteste Entscheidung vom Alpine seit Ewigkeiten. In-game-mäßig. In der Realität kann man da noch mal ein bisschen mehr diskutieren. Aber ey, Ricciardo zu holen war wirklich eine Katastrophe. Ich meine, für mich ist cool, ich kann alles im Team bestimmen, aber ich finde den nicht gut. Also ich würde den nach der Saison so hart kicken und entweder Gasly backholen oder Leclerc versuchen zu holen oder sonstigen Fahrer, weil der Alpine ist brutal gut. Der Wagen kann was. Hätte ich es im Qualifying nicht verkackt, hätten wir sogar vielleicht 5. oder so werden können. Ich glaube, Red Bull und Aston Martin hätten wir nicht bekommen. Aber es geht mehr mit dem Wagen, als das, was Ricciardo zeigt. Aber gut. Nächstes Rennen ist dann in Shanghai, in China. Alvalosche meldet sich noch nicht ab. Wir müssen erst gucken, wem was abgezogen wird. McLaren dieses Mal. Diesmal wird McLaren was abgezogen. Wir sehen uns auf jeden Fall dann beim nächsten Grand Prix in Shanghai. Ich melde mich ab und bye bye.